Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute gibt es handfeste Tipps, wie ich mich entscheiden kann. Es gibt ja eine Fülle von Möglichkeiten, wo wir uns entscheiden müssen, aber ich gehe hier wirklich mal, soll ich mich scheiden lassen, ja oder nein, was ist die beste Schule meiner Kinder? Und klage ich auch nochmal auf andere Sachen ein, aber ruhig elementare Sachen. Und was hat mir da geholfen? Welches System habe ich oder was würde dir vielleicht für dich hilfreich sein? Lass uns da mal reinschauen. Denn das weiß auch die Werbung oder Marketinguntersuchungen oder wie immer diese Leute heißen. Wenn im Supermarkt die Auswahl an Marmelade zu groß ist, dann gehen wir ohne Marmelade aus dem Laden raus. Also, wenn das Angebot zu groß ist, dann schaffen wir das nicht. Und wie können wir das ändern? Was können wir da machen? Nur mal ganz am Anfang gesagt, hurra, wir können wählen. Wenn wir nicht die Wahl hätten, müssten wir auch gar nichts entscheiden. Also da auch erstmal das Positive drin zu sehen, dass wir nicht gezwungen sind, irgendwie eine Sache zu machen oder da gar keine Wahl zu haben, das wäre deutlich schmerzhafter in meinen Augen. Vielleicht erscheint es manchem einfacher, aber so bin ich nicht gestrickt, sondern ich weiß das schon zu schätzen, dass ich dann in solchen Fällen die Wahl habe. Also mich schreckt das nicht so sehr wie vielleicht manche andere Person. Also ich erinnere noch sehr, sehr gut das Abitur meiner Tochter. Da glaubte ich, sie sei die Einzige, die sich schwer tut, zu sagen, was ist meine berufliche Richtung. Ich habe nachher erfahren, die ganze Klasse war so gestrickt. Die waren überwältigt von der Vielfalt und glaubten wirklich, dass meine Generation es ja so viel einfacher gehabt hätte. Da gab es eben nur ein paar Berufe, sage ich mal. Und da blieb man dann auch ein Leben lang, was ja heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ne? Also, aber da fühlten sich viele sehr überfordert. Also, und das ist, glaube ich, auch heute noch ein bisschen ein Kind unserer Zeit, überfordert in der Vielfalt, die es gibt, da das Beste zu finden. Aber lass uns mal den Weg da durchgehen. Denn auch kleine Entscheidungen beeinflussen mein Leben kolossal. Was esse ich? Ist ein ganz wichtiger Faktor. Was lasse ich überhaupt in meinen Kopf rein? Was lasse ich mir vom Fernsehen abends in meinen Kopf rein rieseln? Auch sowas ist schon eine Entscheidung und verändert mein Leben. Oder nehme ich den Aufzug oder die Treppe, das Fahrrad oder das Auto? Also diese ganzen Sachen. Oder bleibe ich doch noch 10 Minuten länger im Bett liegen? Es ist morgens ein anderes Gefühl. Das weiß ich bei mir selber. Ich kenne beide Versionen. Und ich habe von dieser Mel Robbins damals diese 5-Sekunden-Regel übernommen, fand die auch bei manch anderen Sachen recht hilfreich. Es würde nur 5 Sekunden dauern, bis irgendwie so eine Bremse im Kopf angeht, die sagt, ja, nee, und jetzt brauchst du es doch noch nicht und so, und die so, und so ein bisschen ruhig stellen kann. Also wenn man innerhalb von 5 Sekunden zum Beispiel aufsteht morgens im Bett, das war damals ihr Beispiel, dann ist das gar nicht schmerzhaft. Zack, ist gemacht. Alles andere wird leidvoll, wenn man da noch etwas länger im Bett liegt. Aber okay, das ist ja nur so ein kleines Randthema sozusagen, Entscheidungen. Was kann man tun? Ja, ich bin tatsächlich oft auch analytisch unterwegs gewesen. Also ich glaube, ich fahre beide Seiten. Also bei meiner Ehe war das ja so, dass ich 38 war, also noch sehr jung, 3 kleine Kinder und merkte, also da ist nichts mehr mit Nähe, da ist nichts mehr mit Gemeinsamkeit, außer man saß gemeinsam vorm Fernseher oder so etwas. Also wir waren so auseinander gedriftet und das machte mich fertig. Und da konnte ich mir tatsächlich die Frage stellen, was gewinnst du, wenn du gehst? Ich litt ja nicht darunter, dass ich geschlagen wurde und dann würde das aufhören, wenn ich gehe. Das war es ja nicht, sondern ich litt unter
Sehnsucht nicht gesehen werden und all diesem. Und das hätte ich gar nicht bekommen, wenn ich jetzt rausgegangen wäre aus dieser Beziehung. Nur wenn ich jetzt gesagt hätte, ich halte das hier jetzt nicht mehr aus, nur Haushälterin zu sein, dann hätte sich da draußen aber nichts geändert. Da stand keiner und sagte, du, hier komm, kriegst alles von mir, ne? Ich nehme dich lieben gerne mit deinen drei kleinen Kindern. War ja nicht der Fall. Und insofern konnte ich das wie eine mathematische Gleichung sehen. Und dann konnte ich mir auch mal angucken, okay, woraus besteht denn meine Beziehung? Und dann konnte ich meinen Mann und mich, ja, wie so ein Gefäß mit 100 Mosaiksteinchen jeder sehen. Und 90 Teilchen hatten ein Gegenüber, wo sie sich austauschen konnten, wo sie sich verstanden fühlten und so etwas. Nur 10 Teile hingen da in der Luft, wurden nicht gesehen, waren einsam. Und die haben so einen Rabatz gemacht. Also die waren so laut, die haben also jeden Tag da mit den Fäusten auf den Tisch getrampelt, sage ich mal. Und als ich das aber in eine Relation gebracht habe, was lebe ich denn trotz allem? Ich lebe Familie. Hier war ja nicht Hau und Stech oder schlimme Stimmung. Mein Mann war weiterhin höflich, charmant auf seine Art und half hier und so etwas. Es war ja alles gegeben. Es gab nur ich sage auch mal, was darüber hinaus zwischen uns ein Interesse an mir als Person und so etwas alles, das gab es nicht mehr. So, und damit konnte ich meine Entscheidung zu bleiben klar und sauber für mich fällen. Und es auch im Nachhinein war das immer die richtige Entscheidung. Ich habe nie gedacht, Mensch, hättest du doch anders machen müssen oder irgendwie sowas. Nein, nee, das war für mich genau die richtige Entscheidung. Und also da auf der einen Seite so sachlich zu sein und Pro und Contra zu suchen und so etwas. Und auf der anderen Seite, das hole ich mir jetzt auch gleich mal dazu, mache ich auch ganz viel nach dem Bauchgefühl. Also Bauchgefühl, glaube ich, ist ja erst in lass mich mal überlegen, letzten 8 bis 10, 12 Jahren, glaube ich, eine belastbare Größe geworden. Ich damals habe gedacht, das ist so Frauenkram, da kannst du ja, also auch im Job, da kannst du ja nicht irgendwie mit punkten oder so. Dann las ich ja ein Buch von einem General des Golfkrieges oder den Oberbefehlshaber da. Ich glaube, es war sogar eine Autobiografie. Man muss kein Held sein. Und der floh über so ein Ölfeld und hat da eine Bauchentscheidung gefällt. Also er wusste, wo alle Panzer und was weiß ich, wo stehen. Und dann hat er aber gesagt, nee, also hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Und hat alle errechneten Wege über einen Tisch geschmissen und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen gar nichts. Und er hatte recht. Denn am nächsten Tag wurden die Ölfelder angezündet. Mancher von euch wird sich daran noch erinnern. Und da habe ich gedacht, okay, wenn so einer mit dem Bauchgefühl arbeiten kann, dann kann ich das auch so. Also wurde dann für mich eine ganz verlässliche Größe. Ich konnte auch meinem Kunden manchmal sagen, ich habe ja kein gutes Gefühl. Ich glaube, da müssen wir erstmal einen Stopp machen und hier nochmal gucken. Ja, gehen Sie mal und forschen da und so. Da wurde ich nie für ausgelacht oder so. Ich hatte ja selber da nicht so eine stabile Meinung. Also Bauchgefühl ist heute für mich eine ganz stabile Größe und ich glaube, wir kennen es auch alle, dass wir oftmals hinterher, wenn Entscheidungen nicht so glücklich gelaufen waren, gesagt haben, naja, eigentlich habe ich das sogar vorher schon gefühlt. Eigentlich habe ich das vorher schon gefühlt. So. Ein weiterer Punkt ist zu gucken, wo ist eigentlich der Kern meines Problems. Wo ist es, was ich wirklich entscheiden will? Und wer in mir hat da alles Mitspracherecht? Also geht es wirklich nur darum, was ich will? Oder habe ich in mir so Stimmen, die sagen, naja, aber meine Eltern würden sich freuen, wenn ich das so mache? Oder da würden aber meine Kollegen ganz schön staunen, wenn ich mir jetzt dieses tolle Auto kaufe? Oder, ne, also dass ich anderen imponieren will oder es ihnen recht machen will, da kann ich auch ganz viel zu sagen.
Also ich glaube, ich habe 20 Jahre lang also es so vielen Menschen recht machen, jedem recht machen wollen, behaupte ich jetzt mal. Und da zu wissen, also darauf kommt es nicht an, es kommt auf dich an. Dich hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn so in meiner kleinen geheimen Herzenskammer mein wirklicher Wunsch? So, dann hat mir geholfen zu überlegen, okay, jetzt entscheide ich mich für den Job, für da in die Stadt zu gehen oder ich ziehe um oder so etwas als. Wie werde ich dann mich in 5 Jahren verändert haben? Das habe ich auch bei anderen Menschen, die sich nicht so gut entscheiden konnten, oftmals als sehr wirkungsvoll empfunden. Da wollte jemand zum Beispiel nochmal seinen Job wechseln, rüber zur Lehrerin. Und dann kam da das Thema Schulleitung in dem Fall auf. Und dann mal zu gucken, wie viel glückliche Lehrer kennst du, wie viel glückliche Schulleiter kennst du, was hat aus deinem Bekanntenkreis, was hat der Job mit den Menschen gemacht? Also da war es vom Ansatz her, eigentlich wollte ich immer schon Lehrerin werden, aber ich habe dann Betriebswirtschaft studiert und bin in eine ganz andere Richtung gegangen, weil, wie auch immer, meine Eltern oder mein Bruder und wie auch. Also gab es alle möglichen Gründe für. Und dann zu gucken, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Alter das war, auf jeden Fall über 40, wo es dann da nochmal einen Schwenk gab, wo sich da auch so ein, ich sag mal, finanzielles Fenster auftat, dass da eine Möglichkeit bestand. Und dann aber zu gucken, ist es wirklich ein Kindheitstraum, mit den Kindern arbeiten zu wollen und dass das einfach so befriedigend ist. Und was gehört heute noch alles so dazu? Also sich informieren, was ist alles drumrum, was treibt mich dazu und so. Und jetzt kenne ich aber natürlich schon auch noch so Kandidaten, die also, auch wenn sie das alles gemacht haben, das immer noch nicht wissen. Und da habe ich mal von einem Trick gehört und den habe ich auch selber mal in einer anderen Situation angewandt und ich fand den tatsächlich ganz witzig. Du magst mich auch dafür belächeln. Das wäre auch okay. Also, eine Münze in die Hand nehmen, zu sagen, okay, wenn Zahl oben ist, dann entscheide ich mich in die Richtung und sonst in die andere Richtung. So. Und dann eine Münze werfen. Und dann festzustellen, ach schade, ich hätte doch wohl lieber die andere Seite gehabt. Wenn man plötzlich merkt, da ist eine Entscheidung gefallen und eigentlich wollte ich die doch gar nicht so. Da merkt man doch eventuell noch mal, was da drin einen anderen Weg gehen will. Okay, das ist so ein, am Rande so ein kleines Ding, was vielleicht da hilft. Angst ist hier ein ganz schlechter Berater. Ja, Angst, die falsche Entscheidung zu fällen. Also welche Entscheidung ist nicht mehr revidierbar? Das war bei mir, schwanger werden zu wollen. Da dachte ich also, das kann ich nicht mehr zurücknehmen, außer für mich jedenfalls wäre das Mord gewesen. Das fand ich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Aber zum Glück war das ein ganz großer Herzenswunsch von mir. Und ich sah die Durchschlagskraft, diese Lebensveränderung dieser Entscheidung sehr wohl, aber ich konnte mich da so vollen Herzens reinschmeißen. Musste ja dann noch mal 3 Jahre warten, bis ich überhaupt irgendwie mal so ein Baby auf den Weg machte, da endlich. Die Entscheidung zu fällen war dann für mich also wirklich eine Herzensgeschichte. So, was habe ich noch gemacht? Also Angst habe ich gerade angeschnitten. Angst generell führt dazu, dass da oben, also ich stelle mir das immer so vor, unser Gehirn verkrampft, das ist bestimmt als ganz falsch ausgedrückt, aber mich nur noch Schmalspur reagieren lässt. Also da ist keine Kreativität mehr drin bei Angst. Da, ne, man sagt ja so entweder Schockstarre oder Weglaufen, nur das ist dann nur noch so Totstellen und sowas. Das sind dann nur noch die Wege, die mein Gehirn dann kann. Das will ich nicht. Also muss ich mir Freiraum verschaffen und gucken,
wo kriege ich den her? Also kann ich den Job nochmal wechseln? Kann ich nach gewisser Zeit sagen, nee, das war doch nichts. Ich suche mir da nochmal wieder etwas anderes. Was ich auch bei meinen Kindern erlebt habe, dieses Haus kaufen, will ich wirklich dahin ziehen, wo ich dann auch sagte, Leute, also wenn ihr es selber bewohnt, könnt ihr das also auch aus beruflichen Gründen oder wie auch immer, sehr wohl nach ein paar Jahren auch wieder verkaufen und so etwas. Also dieses, das ist dann bis zum Lebensende, ist ja gar nicht so häufig. Also sich das auch einzugestehen, ich kann das auch noch mal revidieren. Dann, was ich ja also einmal bei jungen Leuten, aber auch bei Leuten, wo jetzt die Kinder aus dem Haus sind oder so, feststelle, dass man doch überlegt, will man seinen Wohnort noch mal wechseln? Ist die quirlige Stadt jetzt doch reizvoller oder umgekehrt? Will ich endlich meine Ruhe haben auf dem Land? Und da aber auch zu wissen, das kann ich auch in 10 Jahren noch mal wieder ändern. Gehört das jetzt zu dieser Lebensphase dazu? Was mir auch sehr geholfen hat, ich war ja damals beim ersten Kind oder generell bei den Kindern oft in dieser Stresssituation, dass ich von meinen Hobbys, nenne ich es mal so, also von dem, was ich nur für mich machte, so fasziniert am Anfang, da wollte ich gar nichts von abgeben. Ich sang im Chor, ich war, ging zur Malschule, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was es noch so war. Und nichts, nichts wollte ich aufgeben. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sowas nicht geht. Und dann hat es mich sehr beruhigt, dass ich sagte, okay, ich mache jetzt mal das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre das eine und dann mache ich das andere. Also abwechselnd, das eine mal ruhen lassen und nicht, ich muss das jetzt lebenslänglich ad acta legen, das geht dann nicht mehr oder so. Das war für mich auch toll. Und dann habe ich später auch eine Liste geführt, ich habe tatsächlich eine Excel-Liste mir angelegt, wo ich Sachen notiert habe, die ich alle mal machen wollte. Wo ich dachte, also wenn du später vielleicht, wenn du in Rente gehst oder wie auch immer, später irgendwann mal Zeit hast, dann kannst du dieses oder jenes machen. Das war für mich auch nochmal hilfreich, dass es nicht verloren war. Dass ich nicht eine Tür endgültig zumachen musste. Das ist ja auch immer so das Bild, was wir vor Augen haben. Wenn ich die eine Tür öffne, dann schließe ich gleich 7 andere Türen, die ich auch noch als Möglichkeit hätte. Und das bedauert man oft. Und da kann ich nur sagen, mutig die eine Tür zu öffnen, zeigt, dass dahinter noch wieder viele neue Türen sind. Und wer weiß, wo man sich da hinten wieder trifft mit diesen Türen sozusagen. Wenn ich durch die andere gegangen wäre, wäre ich vielleicht nach 3 weiteren Türen sowieso wieder an dem gleichen Platz gelandet. Also das kann ja keiner beweisen und überhaupt abstreiten oder wie auch immer. Das würde ich für mich auch immer als Möglichkeit sehen. Und dann habe ich für mich festgestellt, wenn ich den ersten Schritt mache, wenn ich mich entschieden habe für eine Sache und den ersten Schritt mache, dann tun sich Türen auf. Das kann man sich vorher nicht vorstellen. Man schwimmt zu der Zeit noch so im trüben Wasser. Und wenn man eine Entscheidung fällt, wird das Wasser plötzlich klar und man sieht Möglichkeiten und Chancen. Es mag mehreres zusammenkommen. Vielleicht sprichst du jetzt ganz anders mit deiner Freundin darüber und die weiß, oh Mensch, du wolltest einen Hundefrisiersalon aufmachen. Ich habe doch neulich gehört, da und da ist doch gerade so etwas, vielleicht wäre das was für dich und dieses oder jenes. Also mag auch sein, aber ich glaube, es hat auch was mit unserem Sehen zu tun. Also wir wissen ja, die Hirnforschung sagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Was war früher diese Redewendung von uns, die wir kennen? Und heute sagt unser Gehirn, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ich kann diesen Satz nicht oft genug wiederholen. Der ist so elementar und wichtig. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Es zeigt dir nur die Sachen, die zu deinen Bildern, zu deiner inneren Entscheidung passen. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel.
wenn du dich für eine Automarke entschieden hast, vielleicht für eine Hunderasse oder wenn du schon mal schwanger warst, dann hast du das schon erlebt. Plötzlich siehst du, dass es schon ganz viele Autos dieser Marke auf der Straße gibt, dass es schon ganz viele Hunde dieser Rasse in deiner Nachbarschaft gibt und plötzlich sieht man alle Kinderwagen und Kugelbäuche. Und jetzt kommt's. Alles war vorher auch schon da und wir haben es nicht gesehen. Wir haben die Chancen nicht erkannt. Also jetzt zurück zu deiner Entscheidung, die du treffen willst. Wenn du eine Entscheidung gefällt hast, dann zeigt dein Gehirn dir plötzlich all das, was da an Möglichkeiten ist und was du vorher nicht gesehen hast. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten, deswegen, also auch der Satz, der fällt öfter mal, stehe ich morgens so auf wie beim Kindergeburtstag. Ich weiß, es wird was Tolles passieren, ich weiß immer noch nicht was. Und dann muss mein Gehirn alle Antennen ausfahren. Es muss mir das Gänseblümchen im Garten zeigen, es muss mich auf das Vogelkonzert aufmerksam machen, es muss mir alle Chancen zeigen. Und da also so ranzugehen an deine Entscheidungen, an das, was du erreichen willst. Also was für mich ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, wie werde ich mich fühlen, wenn ich diesen Weg gehe? Also ich werde und wurde oft gefragt, sie waren ja ganz schön mutig damals, dass sie diesen oder jenen Job übernommen haben oder so. Ich sage, ich glaube, mutig bin ich gar nicht. Meine Definition von Mut ist, die Angst unter den Arm zu klemmen und etwas trotzdem zu machen. Aber da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich in dieser Neugier, in dieser Begeisterungsfähigkeit. Aber wie würde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Eigentlich glaube ich, vom Naturell bin ich jemand, der gerne noch den Fuß am alten Ufer hat und trotzdem schon was Neues ausprobieren möchte. Das geht aber nicht immer. Und da dann zu springen und zu sagen, Mensch, ich möchte das ausprobieren. Also wenn ich das nicht versuche und dann später mit 100 irgendwo mich frage, wieso hast du das denn nicht wenigstens mal versucht? Also ich darf auch scheitern, also wobei scheitern für mich ja gar nicht das richtige Wort ist. Ne? Also das ist ja so ein Vorteil auch des Alters. Also ich kann ja alles Mögliche ausprobieren, nach dem Motto, nee, es entspricht mir doch nicht oder habe ich mir anders vorgestellt. Bei jungen Leuten würde man dann vielleicht schon mal eher sagen, nein, nun komm mal zu Potte. Aber auch da, finde ich, die müssen die Möglichkeit haben. Und ich sehe das ja auch nicht als eine verlorene Zeit. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn man nach 2 Semester Architekturstudium feststellt, das ist doch nicht meins gewesen und macht nochmal was anderes, sind diese 2 Jahre in meinen Augen, 2 Semester ist ein Jahr, verzeih, ist das keine verlorene Zeit. Sondern das ist alles so ein bisschen wie zu Goethes Zeiten. Man studiert zur eigenen Bereicherung. Also das ist alles Sammeln an Erfahrungen in das Körbchen hinein. Also ich würde für mich, glaube ich, nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, da hast du aber wirklich eine falsche Entscheidung gefällt. Oder so, ja, es hat mir dieses oder jenes anders vorgestellt vielleicht. Aber ich würde mich dafür jetzt nicht so verurteilen. Also da auch mit dir selber gnädig zu sein und zu wissen, wir können Leben nicht kontrollieren. Ja, ich gebe das nur ungern zu. Ich hatte sicherlich früher und an manchen Stellen habe ich das vielleicht auch immer noch durchaus so einen Hang zum Perfektionismus. Also damals habe ich das vehement abgestritten, aber mir nahestehende Personen können mich doch durchaus überzeugen. Aber guck mal hier, guck mal da. Da, glaube ich, war die Perfektion schon sehr, sehr wichtig. Ernüchternd fand ich den Satz, Leute wollen nur perfekt sein aus Angst vor Kritik. So, das hat mich dann, also da war schon wieder eine Angst da, wo ich mir sowieso nicht eingestehe oder wo ich sage, hey, ich habe keine Angst, ich darf Fehler machen und so. Also da hatte man mich am richtigen Angelhaken erwischt, um dann auch gegen Perfektionismus anzugehen. Natürlich möchte ich, dass der Chirurg seine Arbeit perfekt macht. Und ich bin im Job auch an manchen Stellen sicherlich gerne perfektionistisch, wo ich dann hier nochmal gucke und da und so weiter. Also wo ich nicht so sage, 80% reicht oder so, ne? Da gehe ich darüber hinaus. Aber da zu gucken, was entspricht dir, bist du da angstgesteuert, was ist da die Möglichkeit?
Ich schaue hier jetzt gerade noch mal auf meinen Zettel so. Und da bin ich ja noch vom alten Schlag. Also so sehr ich auch digital unterwegs bin, liebe ich trotz allem immer noch große Papierseiten. Also ich erstelle auch manchmal eine Mindmap haptisch. Also hier auf dem Tisch vor mir, hier stehen auch gerade meine Mikrofone auf dem Esstisch, wo ich dann auch sitze, weil ich so großes Papier bei mir auf dem Schreibtisch gar nicht gut lassen kann. Und dann male ich mir verschiedene Möglichkeiten auf. Ich sag mal Kreise. Wenn ich diese Entscheidung fälle und dann gehen da noch mal wieder so Arme ab, dann hat das diesen oder jenen Vorteil und so weiter. Das würde bei der Entscheidung gleich mit entschieden werden. Und so mache ich das bei diesen verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten. Also sie ist dir auch noch mal aufzumalen, nicht nur so eine Pro- und Kontraliste, was man ja auch machen kann, und dann diese eine Art mit Punkten versehen, wie wichtig ist dieser Punkt, was weiß ich, wer 3 Punkte hat, das ist ganz was Tolles, Wichtiges, und wer nur 1 Punkt hat, und nachher zählt man die Punkte zusammen. Das kennt ihr ja bei dieser Pro- und Kontraliste, ne? Kann man auch machen. Aber ich bin auch noch ein Freund von Mindmap, dann liegt die hier auch durchaus mal 2, 3 Tage auf dem Esstisch und ich gucke darauf und dann merke ich schon, wo so ein Gewicht hingeht oder so. Das könnte bei dir eventuell auch noch sein, wenn du eben auch noch so ein haptischer Typ bist. Also manche können das alles digital und machen das alles am Rechner, aber solche Sachen mache ich tatsächlich auch immer gerne nochmal so, dass ich da nochmal drauf schauen kann. So. Also, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Hurra, wir haben die Wahl. Wir können wählen. Das ist erstmal ganz was Tolles, auch wenn wir uns mit der Entscheidung schwer tun. Dann zu gucken, was ist der eigentliche Kern, wo ist das Problem, wo ist das, was sich verändern soll. Ich kenne Menschen, die sich nicht entscheiden können zu kündigen, ja oder nein und so und da rumeiern. Und da bin ich der Meinung, man fühlt sich deutlich besser, wenn man nicht als Opferlamm und mein Chef ist ja so schlimm und meine Firma ist da und da schlimm unterwegs ist, sondern wenn ich mir überlege, okay, ich will nicht unter den Elbbrücken schlafen, ich brauche das Geld. Also, es muss ja mehr als 50% an Positivem sein, sonst hättest du ja schon gekündigt. Und also sich das mal vor Augen zu halten. Oder ich gehe nicht aus der Ehe raus, weil ich dann das Haus verliere. Da schämen sich so viele, diesen Satz zu sagen, ja, ich bleibe ja nur wegen des Geldes oder so, als wäre das kein legitimer Grund. Ich finde, das darf ein legitimer Grund sein. Und wenn es ein ganz privater ist, du brauchst ihn ja auch gar nicht laut zu sagen. Aber dann merkst du, dass du eine Entscheidung fällst. Ich bleibe jetzt, was weiß ich, das nächste Jahr, die nächsten 2 Jahre wegen der Umstände, wegen des kurzen Weges in meinem Job. Ja, der blöde Chef, der taucht ja Gott sei Dank immer nur so einmal in der Woche auf und so, der geht mir gehörig auf den Zeiger. Aber es ist trotzdem im Moment meine beste Wahl. Es ist nicht immer möglich, eine 100% Hurra-Entscheidung zu fällen, in meinen Augen. Ich glaube, das darf man sich auch noch mal vor Augen halten, dass das also nicht das Ziel sein kann, dass ich nur dann eine Entscheidung fälle, wenn ich weiß, da hinten fließt nur Milch und Honig, sondern zu gucken, nee, die Kinder sind jetzt noch so klein und jetzt ist das für mich die beste Entscheidung und es fühlt sich wirklich anders an, wenn es deine Entscheidung ist und nicht, wenn du das Gefühl hast, du gehst da als Opferlamm durch. Also schau da auch noch mal hin. Und dann eben, wie würde ich entscheiden, wenn ich keine Angst hätte? Dann zu wissen, Angst ist etwas, wo wir nur noch fliehen oder toter Mann machen können oder so, aber nichts mehr, wo Kreativität fließt. Es mag dir eventuell ein bisschen schräg erscheinen, aber ich stelle auch die Frage, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Und ich meine damit nicht diese rosa-rote Zuckergussliebe, sondern ich meine diese elementare Kraft.
diese Liebe zum Leben, Liebe zu mir selber, Liebe zu meinem Umfeld, zu dem, was alles da ist, diese starke Kraft, das hat mir oft noch mal Augen geöffnet. Da gab es noch mal eine zusätzliche Möglichkeit. Wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Auch die Liebe zu dir selber, dir was Gutes zu tun, was tut dir da gut oder was ist ja Karriere oder was ist so, so wollen und so. Und ich finde, da kommt nochmal so eine Milde rein. Was tut dir gut? Wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Finde ich auch nochmal einen ganz, ganz schönen Aspekt. Der ist mir gerade jetzt noch eingefallen. Also es ist hier ein buntes Tablett geworden, mit verschiedenen Aspekten, und es würde mich unglaublich freuen, wenn du da Kommentare machst über diesen Podcast, wenn es dir gefallen hat, bei Apple Podcasts zum Beispiel, da kann man ja Kommentare und Bewertungen machen, die sind mir sehr, sehr wichtig, ich weise da so selten drauf hin, aber das ist schon sehr, sehr schön, und sende diesen Podcast weiter, wenn du jemanden kennst, der das gerade zum Thema hat, ne? Was ist eine gute Entscheidung und was nicht und was hilft mir da weiter, und es gibt ein Seminar, Bring dich selbst zum Leuchten mit mir, jetzt in Basel, in einer deutlich schlankeren Version, und das merkt man auch Gott sei Dank am Preis. Was wir vorher angeboten hatten, war da ja etwas luxuriöser, und ich packe den Link hier unten mal rein, vielleicht schaust du da auch mal rein, 2 Tage. Ein Workshop und bring dich selbst zum Leuchten, was du für dich tun kannst, wenn dein Strahlen verloren gegangen ist. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Also alles Liebe dir, und scheu dich nicht, Entscheidungen zu fällen. Alles Liebe, tschüss!